Oh, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2, Regen 2 und, ja, Gegner 2, ne? Na gut, wir haben die ja schon mal besiegt, ja. Na gut, bis auf den hier. So, im letzten Part haben wir uns auf der Dowsing Farm rumgetrieben. Und ja, hier, jetzt lese ich mal den Text von dem Typen hier vor. Ich trotze nur so vor Tatendrang. Mein Nagelotz ist der absolute Überflieger. Glaubst du das echt? Ach, ich habe was vergessen. Moment. Ah ja, komm schon, hier. Oh, ist das langsam. Muss mal ganz kurz gleich pausieren. Moment. Dann ist es schneller. Hey, komm schon. Es fängt an zu regnen. Mein Gott, dauert das lange. So, schon viel besser und so. Ich würde sagen, jetzt kommen hier Gluteimer und fertig. Obwohl, es regnet ja immer noch. Ey, das regt mich voll auf mit Floink hier. Ey, nur wegen dieser scheiß Glut, ne? Was ist das hier? Weil Floink ist ein Feuer-Pokémon. Und hier muss es regnen. Also eigentlich ist es ja Sommer. Ich verstehe nicht, warum es hier regnen muss, ey. Ich hätte viel lieber so Sommer und was weiß ich was dann so. Statt Regen jetzt hier so in Sonne oder so. Aber nur im Videospiel. Nur im Videospiel, ja. Das sei mal gesagt. So, sorry, falls ihr das jetzt gerade gehört habt, aber... Jetzt regnet es nicht mehr, oder was? Jetzt regnet es nicht mehr! Oh, fuck yeah! Ein wilder Stravik. Will ich nicht. Komm, jetzt hier einmal Glut. Jetzt wird es ja mal richtig hier. Ja, schon viel besser. Jetzt zieht das auch was. Obwohl, das war ein Level 2er Pokémon, ne? Kann ich noch nicht, ich kann noch nicht durch, ne? Ah ja, ich weiß auch warum. Ich kann auch nicht, ich kann ja noch nicht, ich muss nochmal zurück. Ich muss nämlich noch zu den Typen einmal rein, glaube ich. Dowsing. Ich glaube, hier einmal rein. Mädchen. Oh, Lauro. Mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Junge, echt? Jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark. Aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man beim Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Also Cessair, bitte tritt gegen die beiden an. Hallo, also ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Okidoki, dann werden wir mal gegen sein Pokémon kämpfen. Eine Herausforderung von Schulkind Gregor. Ein was? Was hat er da reingesetzt? Vegimark? Vegimark. Und wir setzen Floink ein. Na, wer hätte es gedacht. Okay, komm, Glut, es ist ja scheinbar ein, es wird ein Pflanzen-Pokémon sein, also wird das sowieso was bringen. Kaboom, zick und tot. So. Level 12. Gefällt Floink schon mal hier. Obwohl, ich habe vergessen, das Team offscreen zu trainieren, ne? Scheiße. Wollte ich machen. Sorry. Das war ein echt großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. So, weiter im Text. Jawoll! Naro, aber erlaube mir zunächst einmal, dein Team aufzufrischen, Cessair. Gefällt. Mädchen, bei einem Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. Okay, Wechselwirkungen. Wechselwirkungen, was meint ihr mit Wechselwirkungen? Das ist Fass. Was ist das jetzt, Wasser, ne? Dann werden wir jetzt einfach mal Routenschlag einsetzen und danach Tackle. Weil da kommen wir mit Feuer nicht viel durch. Jetzt sind die nur Schlecke ein, ey. Komm doch mal, Routenschlag. Will die auch meine Verteidigung senken hier? Komm, Tackle. Tackle es. Aua. Und nochmal Tackle. Und down. Fuck yeah. So, nochmal so. Was? Obwohl der Typ meines Pokémons im Vorteil ist, habe ich verloren. Ja, ja. Pech gehabt, ne? Also, das war mal ein wirklich erquickender Kampf. Erquickender. Man konnte richtig sehen, wie viel Spaß es allen Beteiligten dabei hat, wie viel Spaß alle Beteiligten dabei hatten. Was sagst du, Cessair? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor bei dem Pokémon-Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer. Feuer ist stark gegen Pflanze. Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Wechselwirkungen der einzelnen Typen untereinander sind beim Kampf natürlich nicht alles. Vergiss das nicht. Aber jetzt kommt das Tollste überhaupt. Stimmt der Typ einer Attacke mit dem des Anwenders überein, erhöht sich dabei die Stärke des Angriffs. Dann sollten wir ein tapferes Pokémon-Team aufpäppeln. Frank, du hast für deinen Trainer Cessair wirklich alles gegeben. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte. Das ist eine Fahre. Das ist einer der Vorzüge einer Reise. Ha, das hätten wir.
Oh, wer ist das denn? Jetzt erfahre ich, was das mit dem Medaillen auch auf sich hatte. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrinne, nimm es einfach. Ah, das ist keine Medaille. Medaillenbox, doch. Das ist eine Medaillenbox. Und ich bin Dr. Matt. Medaillier. Hast du zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nein. Ach, und selbst wenn, ich erkläre es dir trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier hast du gleich ein paar Medaillen, sozusagen als Willkommensgeschenk. Er hält Medaille erste Schritte. Um die Tippmedaillen und die Tippmedaillen werden dir bei deiner Medaillenjagd eine große Hilfe sein. 6 Tippmedaillen. Noch eine Information am Rande. Wenn du die Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich alles darin befindet. Das habe ich damals gar nicht getan. Jetzt kommt er schon wieder raus. Tessler! Man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der Pokémon Arena von Eventual City endlich eingetroffen ist. Schau doch mal gleich vorbei und überzeuge dich davon, wie stark du geworden bist. Ach ja, genau, wir müssen ganz zurück. Ich habe ja noch gar keinen Orden, oder? Nein, ich habe ja gar keinen Orden. Und das ist Sharon übrigens. So, ich will mir mal die Medaillenbox ansehen. Medaillenbox. Einsetzen. So. Da liegt eine Medaillenanleitung in der Medaillenbox. Funktion der Medaillenbox. Bewege den Cursor auf eine beliebige Medaille und drücke den A-Knopf. Oder berühre das Kästchen rechts daneben, um sie als stolze Medaille einzustellen. Über die Kommunikationsfunktion kannst du deine stolze Medaille auch anderen Spielern zeigen. Drücke Start. Ja. Okay, wir haben hier Medaillen. Medaillen als Favorit festgelegt. Lol. Könnte ich als Favorit... Ach. Okay. Der Weg ist das Ziel. Also hier. Erhalten alle Teilnehmer an der... Ach, okay. Der Weg ist das Ziel. Speichere regelmäßig dein Spiel. Wenn dein Pokémon geschwächt ist, bringe es... Ja. Beweise... Ja. Schärfe deinen Instinkten mit im Linkkampf. Nein. Tausche verschiedene Pokémon per Linktausch. Nein. So, unterer Bildschirm. Dann wollen wir mal zurückgehen. Das ist leer. Schon wieder. Wo kommt das schon wieder her, ey? Entschuldige bitte. Ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zunächst einmal das hier an dich. Sündelbeere. Ich habe dir gerade eine sogenannte Sündelbeere gegeben. Gib sie einem Pokémon zum Essen und verdammt nochmal, lesen. Ey, ich und lesen, ey. Gib dein Pokémon eine... Gib sie deinem Pokémon zu essen und regeneriere so ihre KP. Aber du kannst deine Pokémon die Beeren auch tragen lassen. Dann essen sie selbstständig eine Beere, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben. Und so ein paar KP zu regenerieren. Egal. Nun gut, vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arena-Leiter von Eventora City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer. Doch verzage nicht. Wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und was du als Trainer so zu tun hast, dann ist dir Sieg so gut wie dein. Und dann misst dich doch mit immer stärkeren Trainern. Ja, genau. Fordere die Arena-Leiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinen Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Welch nostalgische Worte. Ist ja nicht so, dass ich schon 20.000 Mal gehört habe, irgendwie in einer Form und so, ne? Nagelkotze. Sollte ich mal andere Pokémon trainieren? Ja komm, hier, nimm mal Dusselgur rein. Wir probieren es einfach mal jetzt. Ja, komm schon, Dusselgur. Du wirst es schaffen, Dusselgur. Du bist immerhin ein Dusselgur. Windstoß. Mach's kaputt. Das kann ja auch ein paar Ewigkeiten dauern, also spule ich hier ein bisschen vor. Komm schon. Ich glaube, ich mache das doch lieber offscreen. Das ist für einen Part einfach zu trainieren, das ist einfach nichts. Offscreen-Training ist da echt das Bessere. Ja, das bringt es auch kaum. Also, gut, zurück nach Eventua City. Und dann machen wir dann einfach alles mit Flying fertig und so, ne? So.
So, was meint ihr, wo befindet sich der Trainer? Ich sag einfach mal in der... Warte mal, ich muss kurz das nachgucken. Ja, okay, die KP und so weiter passen alle. So, in der Trainerschule nämlich. Und zwar hier hinten. Da. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier, für dich. Tafelwasser. Verstaut Tafelwasser in der Medizintasche. Eine Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfacher gesagt, wer einen Arenaleiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Einen Pokémon-Kampf verliert man, wenn man einen Pokémon-Kampf verliert man, wenn dann keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Von daher ist es von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Arena von Aventura City. Ich bin Sharon, der Arenaleiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich einer Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Positionen ihr beiden. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Hilfe, Pura! Sharon erkannte mein Potenzial und hat mich zu seinem Trainer in seiner Arena gemacht. Herausforderer von Teenager, Christian. Boah, ich habe keine Ahnung, welcher Typ Nageldotz ist. Ich glaube, es ist normal. Ich glaube es irgendwie, aber... Ja, eigentlich müsste es auf Typ normal sein, aber was ist auf Typ normal effektiv? Gestein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Das ist gut ein. Und dann ist gut. Obwohl, nehmen wir lieber Rutenschlag und dann Glut. Rutenschlag. Los. Ach komm. Das dauert mir zu lange mit den Animationen hier gerade. Los. Rutenschlag. Ma. So, und jetzt nochmal Glut. Obwohl, was brauche ich da Glut? Ich könnte auch einfach Tackle einsetzen. Tackle es! Silberblick. Ach ja. Und jetzt tackelst du es einfach. Tackle is down. War's das? Level 13! Ein Igler. Nee, hör mir auf. Ein Igler bringt's nicht. Obwohl, warte. Ja, doch, mach Schnüffler weg. Bringt genauso wenig. Vorklef. Eine Yorklef heißt es ja. Rutenschlag. Ach, Silberblick, ey. Was bringt ein Igler nochmal? Ich glaube, irgendwie hat was irgendwas gesteigert, auf jeden Fall. Verteidigung, ja. Du Lauch! Das ist mein Name, ist Floink in Ruhe. Ha! Floink ist down. Scheiße. Nur weil ich so wenig von Verteidigung hatte, der hat das erste Pokémon einfach so geschwächt halt, ne? Tackle. Obwohl, das... Oh, das wird hart. Das wird richtig hart. Wir können es aber noch schaffen. Ja, wir schaffen es. Den Trainer schaffen wir noch, so gerade so. Lucky. Bam, ey, Voltilam. Jetzt hast du aber richtig Boss-Style bewiesen. Da-da-dum. Bam, bam, bam. Geht ja richtig ab hier. Donnerschock. Ja, okay, die Voltilam muss ich nicht mehr so hart trainieren. Obwohl immer noch... Wenn du jetzt doch das Mädchen besiegst, kannst du zum Arena... Kannst du den Arena-Datei herausfordern? Ich gehe erstmal Pokémon heilen. Mein Name ist Floink. Ich muss unbedingt offscreen trainieren. So auf Level 15 und so, ne? Das wär's. Okay, ich nehme deine Pokémon-Trainer in meine Obhut. Yo, mach das. Wo kann man nochmal Sterndu am besten fangen? Ich will noch ein Sterndu haben. Sterndu! Du Sterndu. Haben wir denn am Ende wieder was? Starmie. Bumm. Renn dagegen. Und dagegen. Und dagegen. Und dagegen. So. Yo. Ich zeige dir mal, was Jerry mir beigebracht hat. Dann zeig her. Rosi heißt sie. Rosi. Rosi! Yo. Und Rutenschlag.
Ah. Kann noch ein bisschen dauern. So 2, 3 oder 4. Mondschlag. Schnüffel nicht rum. Tackle es. Schon im roten Bereich ist ja geil. Nein, nicht wieder die Verteidigung von Floink die ganze Zeit senken. Lass mein armes Floink in Ruhe. Du hast nämlich noch zwei weitere Pokémon, glaube ich, oder? Ja, doch. Weiterkämpfen. Ach ja, komm, tackle es einfach. Bringt zwar nicht so viel, aber einfach Augen zu und durch, sage ich dazu jetzt mal. Ich meine, so einen großen Unterschied macht das jetzt nicht, ob ich den zweimal hier die Verteidigung da runter mache und dann ihn angreife oder ob ich jetzt dreimal Tackle einsetze. Macht kaum Unterschied eigentlich, ne? Wenn ihr mal es genau nimmt und so. Okay, du bist echt gut, aber du kannst auch Charon besiegen? Yo, denke schon. Ich gehe aber nochmal Pokémon heilen wegen KP. Was heißt KP? AP. Und renn nochmal gegen eine Wand. So, ah, noch ein paar Mal gegen eine Wand rennen halt, ne? Warum nicht? Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen dein Pokémon und machen sie wieder topfit. Und so. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Yo, mach mal. Dum, 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 dum. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Was heißt du hoffentlich? Hoffentlich nicht. Ich will mal kurz gucken. Trank. Nimm mal so einen Trank. Zwei Stück. Ja, passt schon. Jo. Nein. So, raus hier. Da sind doch alle verrückt. So, nochmal gegen die Wand rennen. Ist immer gut fürs Gehirn. Also ganz ehrlich, wenn ihr Kopfschmerzen habt, einfach mal gegen die Wand rennen. Passt schon. Genau wie es für dich der erste Kampf, der als Arena-Herausforderer ist, ist es mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unserem Kampf sind. Versus Charon. Der Boss mit Krawatte, ne? Obwohl, seine Krawatte sieht irgendwie scheiße aus. Also auf dem Bild vorhin sah sie noch gut aus, aber jetzt sieht sie irgendwie scheiße aus. Das wird schwierig, weil unser Team ist nicht gerade so überragend gerade. Kraftschub. Ich setze, glaube ich, lieber nochmal einen Igler ein jetzt hier. Die werden doch der wird doch eh wieder meine Floink hier da attackieren, von wegen mit Silberblick und so. Ich habe irgendwie Angst. Ich setze lieber nochmal einen Igler ein. Will hier eine Babu, Dings haben. Babu-Verteidigung bei Floink. Nur am Verteidigung und Dings machen, Kraftschub. Warum nicht, ne? Und ich sagte, setz doch mal Gutschlag ein für den. Dass seine Verteidigung sinkt. Das Pokémon hat jetzt zwar vielleicht bei neben eine geile, geilen Angriff, ne? Aber Verteidigung hat es kaum. Es ist schnell besiegt, jetzt komm noch einmal, dann ist es down. Deine Attackenwahl war weise und stark. So, und jetzt bist du down. Du hast noch ein Pokémon, ne? Noch zwei, glaube ich sogar. Floink ist Level 14. Yorkleff, Gott, nee. Als Arena bin ich Steilwand, was auch immer. Ich setz nochmal einen Igel ein. Nur um meine Verteidigung ein bisschen zu pushen. Und da kriegt er noch einen Yorkleff hier nochmal Rutenschlag ab. Friss Rutenschlag! Komm schon. So. Und jetzt würde ich sagen, tackle es. Zu Tode. Ha! Kommt, habt ihr gesehen, wie wenig das gezogen hat? Einfach weil mein Pokémon die ganze Zeit schon drin ist und so eine Bombenverteidigung jetzt hat. Also, da kannst du nichts machen. Also, ein Liga hat es doch wohl gebracht. Bisschen mit Köpfchen spielen muss auch mal sein. Also hier, Floink hat jetzt eine Babu-Verteidigung. Da kommt einfach nichts durch. So. Arena-Leiter Charon besiegt. Oh ja, das nenne ich einen Pokémon-Kampf.
Es freut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier überreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke. Und der deines Pokémon-Teams. Wir haben den Ohren und ich habe mein Thumbnail. Tsching! Cessair erhält von Sharon den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden. Ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Kraftschub erhalten. Yo. Mit dem TM 83 kannst du deinem Pokémon Kraftschub beibringen. Setzt du Kraftschub im Kampf ein, werden deine Angriffe und Spezialangriffe gesteigen. Was war da? Technikmaschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. In der einen Region gibt es auch 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei fühlst du auch so noch die Seiten deines Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Länder, zusammen mit meinen Freunden und dem Pokédex in der Hand. So, damit wäre das geklärt. Wir haben den Arena-Orden. Und zwar den ersten, den Grundorden. Und ja, ich würde sagen... Oh, verdammt. Hey! Und wie war es denn so? Den Kampf gegen den Arena-Leiter, meine ich. Oh, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und deine Pokémon diese Reise erst eben begonnen. Als Trainer hast du offensichtlich gehöriges Potenzial. Dann bekommst du jetzt das hier von mir. Die TM-Rückkehr. Okay. Was auch immer das bringt. Beherrscht ein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker. Je mehr es seinen Trainer mag. Also dieser Sharon. Sharon, Bell! Na, wie geht es so? Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Nicht mehr gesehen, was? Woha! Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich mit in deinem Visokase eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visokaster anrufen. Mich auch. Und ich habe auch noch Professor Eschel eingespeichert. Der Visokaster klingelt. Cessair nimmt den Anruf an. Hallihallo, Cessair, ich bin's, Professor Eschel. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Dank dir wird unsere Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessert. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Esche. Es gibt nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es weiter weg ist. Und wie läuft es so bei dir, Sharon? So als frisch gebackener Arena-Leiter? Schön, dass wir uns wieder sprechen, Professor Esche. Sie sprühen ja förmlich vor Energie. Wie es mir als Arenaleiter so geht, ist schon ganz schön hier, schön hart. Wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Sharon. Auch wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinen Pokémon vertiefst. Und auf diese Weise ein besserer Arenaleiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut. Auch wenn Sharon erst kürzlich zum Arenaleiter aufgestiegen ist. Ich gerade mal Anwärterin auf einen Pokémon-Professoren bin und Cessair erst vor kurzem ein Trainer geworden ist. Wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Seite. Das hast du schön gesagt, Bell. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit Pokémon leben. Vergesst das niemals, was ihr auch tut, wovon ihr doch träumt. Denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Cessair. Dein Pokédex mag wichtig sein, doch an nächster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit den Pokémon hast. Hey, Cessair, Professor Esche ist ja schon cool, oder? Wenn du sie auf dem Visokaster anrufst, bewertet sie die Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge und verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von deinen Pokémon. Und kannst du natürlich auch anrufen. Ich verrate dir, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Genau. Ich erkläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkung zwischen den Typen auf. Was das? Jetzt kommt der auch noch. Bist du der Arenaleiter? Dann lass uns gleich kämpfen.
Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar, komm zu mir in die Arena. Wie meinen? Ich gewinne auf jeden Fall! Ein Arena hat's wohl echt nicht leicht. Ich habe es so eingerichtet, dass du ab jetzt das CGI verwenden kannst. Mit Hilfe des CGIs kannst du zum Beispiel per Infrarot in Verbindung oder drahtloser Datenübertragung kommunizieren. Yay, ich habe das CGI bekommen. Ja, meinetwegen, mach's an. Das blinkt immer so schön. Schau mal, wenn dein CGI aktiviert ist, erscheint der entsprechende Bildschirm. Wenn du das rechts unten berührst, Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum CGI durchlesen. Und was nun? Es gibt noch eine Arena in Vapidro City. Vapidro City liegt etwas hinter Dowsing. Freiheit! So, ja. Ich würde sagen, wenn euch der Part jetzt gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und hinterlasst mir einen Keks. Nee, Spaß. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut da rein und tschüss und so!